So, hallo zusammen. Es geht wieder los mit unserem Workout. Ich habe euch heute ein Boxing angehauchtes Training mitgebracht. Wir wärmen uns auf und starten dann ins Tabata-Training rein. So, komm auf deinen Platz. Fang an zu marschieren. Lass die Füße abrollen. Genau, dann fangen wir erstmal an, unseren Körper aufzuwärmen. Arsch hier weit, nimm die Arme gerne mit. Achte auch jetzt wieder drauf, dass du die Füße abrollst. Das bringt die Wärme, die Mobilisation im Sprunggelenk. Von Seite zu Seite. Nimm die Arme ruhig sanft mit. Und dann streck mal deine Füße, wenn du auftappst. Und rotier sanft deinen Oberkörper nach rechts und links. Jawohl. So schön um die Wirbelsäule rotieren, Bauchnabel sanft reinziehen. Kreis die Schultern einmal rechts, einmal links. Die werden wir heute brauchen. Werd größer. So, lass die Füße stehen. Reiß einmal groß. Mach die Schultern ruhig richtig rund. Und zieh die Arme weit zurück. Andere Richtung. Einmal nach vorne. Zieh die Hände hier wieder weit nach hinten und weit nach vorne. Jawohl. Und easy leg curl. Die Arme kannst du mitschwingen lassen oder du kannst sie locker einstützen. Lass sie mal lassen, ganz hier, ne? Bauchnabel ist wieder sanft reingezogen, Oberkörper aufrecht. So, bring die Knie nach vorne. Du brauchst hier noch gar nicht groß arbeiten. Es geht um die Mobilisation in der Hüfte. So, dann öffne etwas mehr die Seite. Je höher du die Arme mitnimmst, desto mehr geht es wieder aufs Kreislaufsystem. Kreislauf, der Kreislauf. Und easy, side to side. Rotiere den Oberkörper nochmal aus. Und dann schieb den Arm weit in die Seite. Bring mal die Fäuste ans Kinn. Und schlag ganz locker deine Fäuste nach vorne. Sodass du eine Bewegung in deinem Oberkörper bekommst. Und die Schultern warm werden. So, dreh dich damit mal nach rechts. Das ist dein rechter Fuß vorne. Dein linker ist hinten aufgestellt. Und guck mal, ob du mit den Fäusten so auf Kinnhöhe bist. Andere Seite. Dreh dich einmal nach links. Lass die Ellenbogen soft, Knie ganz durchstrecken. Und zieh die Arme wieder bewusst. Zurück. Und march. Easy march nach vorne. Und dann tap einmal rechts, tap einmal links. Jawohl. Und dann bring die Ferse nach vorne. Lass dein linkes Bein, rechtes Bein nach vorne. Komm tief und ab. Richtig die Fußspitze ranziehen und dann schieb den Po zurück. Leichtes Warm-up für die Beinrückseite. Wechsel andere Seite. Nur schau, dass deine Hüfte parallel ist, dass du richtig schön dazu bekommst auf die Beinrückseite. Und stopp. Einmal den Rücken rund machen und lang strecken. Nimm dazu die Arme auf die Oberschenkel. So, Hände aufstützen. Rund, lang. Rund,
Schwach. Rolle hoch. Jawohl. Bein weit. Einmal rechts, einmal links. Sanftes Warm-up vorbereiten für die Oberschenkel, Innenseite. Bleib dabei. Schieb dich sanft nach rechts und links. Achte auch hier drauf, dass dein Bauch wieder leicht eingezogen hat. Ja, versuch diese Grundspannung zu halten. Außerdem Pausen, da darfst du sie kurz locker lassen. Hände auf die Oberschenkel. Drück die Schulter ab, etwas zu. Und roll dich nach oben. So, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich fühle mich warm. Ich würde auch sagen, wir starten durch. Wir haben 7 Runden vor uns. Immer 2 Übungen. 30 Sekunden Belastung, 10 Sekunden Pause. Das Ganze machen wir 4 Minuten lang. 7 mal 4 sind 28, also wir haben gut was zu tun. Zwischen den einzelnen Sets ist immer etwas Pause. So, wenn du willst, trink jetzt nochmal was. Und dann bin ich dann gespannt mit. So, in Pause zeige ich dir immer die Moves. Wir haben 2 Bewegungen diesmal. Wir haben die Easy Curls nach vorne, die Schläge nach vorne. Faust gefäst, Kreuz gefäst. Trefferpunkt ist irgendwo im Gesicht oder auf der Brust. Und du stehst richtig breit. 2. Übung. 1 Squat, Schritt zurück, Lunge. 1 Squat, 1 Lunge. Okay? Bereit? Leg dich in Position. So, du hast noch 10 Sekunden. Mein Timer ist an. Weiter Stand, Fäuste fest. Und dann fang an. 30 Sekunden. Das ist deine erste Runde. Tun wir dich hier erstmal in die Bewegung rein. Richtig feststehen in den Beinen. Und rotier im Oberkörper mit. Dass du einen Impuls auf deinem Bauch hast, in der Körpermitte. Und die erste Runde ist schon geschafft. 2. Runde, Squat and Lunge. Ich mache das so und habe ich mehr Platz. Bist du bereit? So, 1 Squat, großer Schritt zurück, 1 Lunge. Du kannst die Hände hier vor dein Gesicht nehmen, wie ein Boxer. Du kannst sie einstützen. Du kannst sie mitnehmen. Guck, dass der Schritt groß genug ist, dass du mit deinem Knie über dein Sprunggelenk bleibst. Und dass du hinten mit deinem Gewicht über dein Knie bleibst. Rest. Finde ich das schönste Wort im Workout. Weiter Stand. Fäuste wieder fest ans Kinn. Langstrecken, Runde 2. Let's go. Wenn du merkst, das Tempo ist gut, die Technik ist gut, dann werd größer in der Bewegung. Dreh dich im Rumpf. Schieb immer eine Schulter weiter nach vorne. Lass deine Fäuste oben und zieh die Arme immer wieder aktiv zurück. Als würdest du auf eine heiße Herdplatte schlafen. Rest. So, langsam geht der Herzfrequenz hoch. Bauchnabel wieder rein, Oberkörper aufweg. Schau, wo du deine Hände platzierst. Squat, Lunge. Na, guck mal, wie du die Hände mitnimmst. Gerne wie ein Sprinter, Bauchnabel fest und such die Tiefe in der Bewegung. Jawohl. Noch einmal. Und stopp. So, zwischendrin gerne die Beine ausschütteln. Such wieder deinen tiefen, festen Stand. Drück die Beine in den Boden. Und los geht's. Such wieder die Rotation im Oberkörper.
Na, eine Schulter schiebt immer nach vorne. Und dann ziehst du aktiv deine Ellbogen wieder zurück. So, halber Weg. Guck mal, ob du mehr Power dazu geben kannst, um einen größeren Impuls in deinen Rumpf zu bringen. Und stopp. So, die Schultern werden langsam warm. Reißen die Lunges. Squat, Lunge. Squat, Lunge. Große Bewegungen. Großer Bewegungsradius. Bist du noch dabei? Schau, dass dein Oberkörper gespannt bleibt. Okay, letzte Runde hier von dem Set. Beine noch dabei. Fäuste nochmal fest zusammenpacken. Schultern zurück. Und los. So, jetzt kannst du mal gucken, wie viel noch in deinen Schultern steckt. Na, denk dran, erste Runde von 7. Oder mach dein Tempo. Deine Entscheidung. Schieb die Schultern wieder nach vorne, rotier im Oberkörper. Lass die Beine fest. Rest. Gut. Ausschütteln, auslocken. Wir haben noch eine Runde die Beine. Und los geht's. Letzte Runde hier. Spannung im unteren Bauch. Spannung in der Bauchdecke. Dann zieh die eher nach innen. Zieh dich nach oben lang. Spür die Belastung auf der Fußzone. Gerade jetzt, wenn du müde wirst. Gut. 30 Sekunden Pause. Wenn du willst, trink was. So, wir bleiben erste Runde Cardio, zweite Runde Beine. Wir haben den Jumping Jack, optional mit Step. Wir haben einen Squat und einen Kick nach vorne oder ein Knee. Jumping Jack. Dein Tempo. Lande soft, Knie gebeugt oder optional. Mit Step Low Impact. Jawohl. Stopp. So, ruhig breiter, hüpfbreit stehen. Hände gerne nach vorne. Ein Squat, Kick oder Squat Knee. Ich mache erstmal die Knees, ja, das ist die einfachere Variante. Oder du kickst nach vorne. Tiefer Squat und dann schieb die Hüfte hier nach vorne. Spannung in der Bauchdecke. Oh, das geht in die Beine. Und stopp. Wow. So, Herzfrequenz steigt. Spannung im Oberschenkel steigt. Jumping Jack. Und los. Atme hier. Und lass die Schultern tief. Lass die Knie wieder soft. Langsam. Ja, du kannst natürlich auch schneller springen. Okay, bist du bereit? Weißt du, was deine Option ist? Knie oder Kick? Oder kombiniere? Ein Squat und ein Kick oder nie. Ne, das ist auch egal, wie hoch dein Kick ist. Du
kannst den auch klein Richtung Knie schieben. Oder höher. Aber du kannst dein Knie mitnehmen. Bam. Entscheid das für dich. Gut, Halbzeit hier in der Runde. Alles klar? Mach dich bereit für die Jumping Jacks. Let's go. Denk immer an die Option, ne? Das ist leichter. Zu mehr Cardio, dann wird es schneller. Durchhalten. Okay, und stopp. So, bereit? Neo Kick. Hol die Spannung wieder in den Rumpf. Mach dich bereit. Kick. Gerade wenn du tief kommst, spür die Belastung auf der Ferse. Spür die Spannung im Core. Optional, denk an die Knie. So, Runde 3 von 4. Kannst du noch? Wow. Jumping Jack. Und los. Jawohl. Knie wieder soft. Bleib dran. Letzte Runde hier. Und komm, 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 komm. Stopp. Kommst du noch bei den Squats ein bisschen tiefer? Ja? Probier's aus. Squat. Letztes Training für Bodenoberschenkel hier. Komm weiter. Noch tiefer den Po. Und höher die Knie. Höher die Beine. Yes. Runde 2. Check. Trink was. So, nächste. Wir haben die Scissors am Platz. Und dazu die Burpees. Du kannst sie aber auch gehen. Okay? Let's go. Scissors hier. Arme hoch. Fäuste eng. Gerne etwas breiter als hüftbreit. Ja, wenn du viel mehr willst, nimm die Arme mit. Oder lass sie hier, um die Beine arbeiten zu lassen. Stopp. So, mein Pferd ist mal sofort ganz schön. Burpees, dein Tempo. Geh einmal langsam mit euch durch. Squat. Setz die Füße zurück, setz sie vor, squat and up. Oder jump, lift. Spann den Bauch richtig fester an. Oder wenn du noch mehr willst, jump hier. So, du merkst, das ist Cardio pur, ne? Core Training, Cardio. Cesar, mach dich bereit. Und arbeite mit den Beinen. Oder mit den Armen mit.
hoch. Geht auch langsamer oder schneller. So, Burpees, ready? Steh schon breit, dann ist es leichter. Und los. Einfache Variante. Lass die Schultern über den Händen. Schwerer im Jump. Noch schwerer mit Jump am Ende. Deine Entscheidung. Dein Level. Runde 2 von 4. Scissor Time. So, arbeite wieder mit den Beinen. Augen zur Oberkörperarbeit dazu. Wenn du die Arme mitnimmst. Atmen. So. Burpees. Ich weiß, manche von euch können die nicht halten. Aber so ein gutes Training. Here we go. Meistens keine Option. Arbeite sauber. Spannung im Rumpf. Bauch rein. Wenn du hier unten bist, versuch eine Linie im Chor mit den Beinen zu halten. Die war knapp, ne? Letzte Runde. Nochmal Fulltime Cardio. Und los. So, feuchte Fest hier vorne, wenn du willst. Lass die Beine arbeiten. Und dann nimm die Arme mit. Komm, Endspurt. Atme. So. Letzte Runde Burpees. Wenn gar nichts mehr geht, machst du Squats. Okay? Und zieh dein Knie vorne hoch.
und bring die Arme, die Hände bis zur Oberschenkel. Das ist schon alles. Weg wieder nach vorne. Fäuste fest. Rechter Arm rotiert nach vorne. Easy Chair. Ja, du kannst das auch locker machen, aber zieh deine Arme bewusst wieder zurück, den Impuls zu haben und deinen Ellenbogen zu schützen. Ja, wenn du mehr willst, kannst du auch dein Knie mitnehmen. Das ist noch mehr High Intensity. Bam. Deine Option. Arme lang, Fuß zieh raus, Bauch rein. Und los geht's. Ne, entscheide selber. Guck mal, ob du dein Knie so ein bisschen über Ausdruck hinkriegst. Am besten verschließt du die Hände. Dann hast du einen besseren Impuls auf deine Brust. Bauchnabel wieder rein und zieh. Kleinere Option hier oder groß. Und stopp. So, Halbzeit hier. Rechte Arm nach vorne. Und los geht's. Entscheid, ob dein Fuß am Boden bleibt oder ob du ihn mitnimmst. Oder hier leicht vor und zurück fahren. Level 1, Level 2 oder nie ab. Level 3. Oder noch aus. So. Weiß nicht, wie es eurer rechten Schulter geht, aber meine ist gut warm. Richte dich aus. Ja, so. So, dein Tempo, dein Bewegungsradius. Je mehr du dich twistest, desto mehr hast du geschrieben, warum noch viel drinne. Je länger du dich ziehst, desto intensiver ist es. Und komm. Letzte Runde. Schulter nochmal auflockern. Fäuste wieder fest. Rechter Arm. Los geht's. Taste dich an deinen Level ran. Ja, vielleicht bist du ein richtiger Boxer. Kannst du hier richtig schnell arbeiten. Oder dein Tempo. Oder High Intensity. Komm, wir gehen nochmal Gas. Such dein höchstes Level. Den Arm ziehst du bewusst wieder zurück.
und treffe mit deinen Knöcheln auf die Nase. Ne, also höher als Schulterhöhe. Und wieder bewusst zurückziehen. Und stark. Den linken Fuß schaut nach außen. Hände entweder auf Brusthöhe oder über den Kopf. Und dann ziehen und absetzen. Schau, dass du deine Hände wieder schließt. Das gibt einen besseren Impuls auf deinen Rumpf. Klein oder groß. So, und zieh dein Knie nach vorne oben. Lass die Knie weit. Und zieh. Und stopp. Hast du weit gefunden? Ja? Gut, prima. Dann können wir uns jetzt steigern. Wir starten im Level 1. Easy Punch. Oder mit dem Bounce. Für mehr Cardio. Oder wer heute gute Energie hat, der nimmt sein Knie mit. Nimm dein Knie nach oben und schiebt dich in den Gegner rein. Rest. So schnell gehen zwei Runden rum, ne? Arme lang. Hände fassen und los. Core Training. Aktiviere den Core. Spür deine Bauchmuskeln, deine Körpermitte. Je größer du arbeitest, desto größer der Impuls. Und bring dein Knie hoch. So, Halbzeit hier. Arme ausschütteln, Beine ausschütteln. Links nach vorne. Und dann geht's los. Na, Level 2 ist hier. Level 1 ist hier. Level 3 ist hier. Schieb dich rein. Oder nur im Bad. Vor und zurück. Okay, check hier. Jetzt haben wir gleich die vierte Runde durch. Jetzt bleib dran. Streck dich lang. Und aktiviere deinen Körper mit. Bauchnabel bleibt wieder leicht eingezogen. Ne? Dann, wenn du jetzt merkst, du bist müde. Und atme. Letzte Runde hier. Mobilisier nochmal die Kräfte. Bring sie in deine Schulter. Fäuste fest. Und los. Zieh deinen Arm nochmal bewusst zurück. Bam. Wie eine heiße Herzmatte, die hier vorne ist. Oder dein Knie nochmal hoch. Jawohl. Halt durch. Okay, letztes Mal nie. Durchschnaufen, Ferse setzen. Steh stabil. Und los. Ja, du kannst hier natürlich auch immer schneller arbeiten. So, halt aber deine Technik sauber bei. Halber Weg hier. Letzte Sekunden. Und bleib dran. 3, 2, 1, stopp. Trink Spaß. So. Brauch euch am Boden, auf deine Matte.
So, ich nehme dich ein bisschen mit runter. So, wir starten immer auf den Climber und kommen dann in den Rückenlage. Nice. Hält man unter den Schultern. Nicht so lang. Arbeite mit dem Knie zum Ellenbogen. Gerader Weg. Zieh deine Beine immer wieder in den Brett zurück. Oder arbeite auf den Knie. Ja, streichst deine Hände. Lass die Schultern über deine Hände. Bauchnabel einziehen. Hoch. Und Schultern und Sprunggelenk in einer Höhe. Und stopp. So, leg dich auf den Rücken. Füße eng. Hände in die Seite. Hoch zurück. Rechtes Bein am Boden. Bleib hier oben. Spann deinen Po. Bisschen fester an. Bauchdecke leicht reinziehen. Schultern weg von den Ohren. Wer es kleiner mag, beugt sein Bein. Und noch leichter ist es, wenn du nur hältst und bewegst. Ja? Drei Optionen. Und Pause. Dreh dich um. Komm wieder in den Stütz. Ferse wegschieben, Bauchnabel rein. Und dann arbeite wieder in geraden Mountain Climb. Knie zum Ellenbogen. Bauchnabel reinziehen. Und rausdrücken. Aktiviere den Bauch, den unteren Bauch. Schieb dich über die Hände. Jawohl. Und stopp. So, komm wieder auf die, in die Rückenlage. Füße wieder eng. Hände nach oben. Schultern weg von den Ohren. Gleiches Bein. Po anspannen. Denk an die Option. Und schieb dein Bein nach oben. Die Schultern weg von den Ohren. Und spann dein Gesäß ab. Bauchnabel reinziehen. Absetzen. Abrollen. Ausklopfen. So. Wenn du noch genug Körner hast, kannst du jederzeit hier mal kleiner, schneller arbeiten. Ja, oder du meinst hier. Denn immer hier kannst du besser die Spannung kontrollieren. In deinem Bauch. Stellst hier frei. Schieb dich lang. Halt die Hüfte nochmal ruhig. Und stopp. Wow. Hände wieder nach oben. Po hoch, gleiches Bein. Po anspannen. Schultern weg von den Ohren. Drück die Schulterblätter jetzt mal in den Boden rein. Optional keiner Hebel oder nur anheben. Po nochmal hoch. Schulter weg in den Boden. Halte. Und Pause. So, letzte Runde hier. So lang schon werden die Hände schützen, ne? Und los. Bring die Knie wieder zum Ellenbogen. Bleib über deine Hände mit den Schultern. Lass den Kopf nicht hängen. Lass die Arme drücken raus und schieb dich wieder in die ganze Länge. Atme. Schieb dich lang. So. Letzte Runde hier. Kommen wir mal auf den Rücken.
Und los. Wenn du spürst, dass du einen Krampf im Oberschenkel bekommst, in der Rückseite, spann mehr dein Gesäß an. Schultern wieder in den Boden drücken. Po anspannen. Halber Weg hier, komm in den Spurt. Wenn es gar nicht mehr geht, stell ab und halte. Und stopp. Ist doch die letzte Runde, ja. Gut. Alles andere Seite. Wir machen jetzt aber den Mountain Climber statt gerade schräg. Das heißt, du bringst deine Knie diagonal zum Ellenbogen. Gut. So. Hände unter die Schultern. Und dann arbeite diagonal. Na, das geht auch auf den Knien. Wunderbar. Drück dich raus. Kraft im Schultergürtel. Keine Belastung. So, wer hätte das gedacht? Wir haben noch ein anderes Bein. Stell die Beine wieder auf. Handflächen nach oben, Po hoch, anderes Bein nach oben, Po anspannen, richtig fest dein Gesäß zusammenkneifen, optional den Hebel kleiner oder nur anheben und her. Bauchnabel wieder etwas reinziehen. Spür die Kraft im Po, im Rücken, Schultern in den Boden. Und stopp. So. Machen wir kleine Runde 2. Wieder diagonal arbeiten. Spreiz die Hände. Bring die Schultern über deine Handflächen, Handgelenke. Drück das Daumengelenk in den Boden. Roll die Schultern zurück. Zieh den Bauchnabel rein. Lass deinen Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. Und schieb dich immer wieder in die Länge. Gut. So, weg zur Rückenlage. Zwei Runden hast du noch. Und los. Po anspannen. Hüfte hochdrücken. Bauchnabel etwas reinziehen. Schieb die Schultern weg. Und spür die Kraft im Gesäß. Gleich geschafft hier. Und stopp. So, jetzt haben wir noch zwei Runden. Die packen wir jetzt noch. Ready? Und los. Wenn es gar nicht mehr geht, dann halte zumindest im Hover. Okay? Aber ich kenne euch und ich weiß, dass ihr das schafft. Bauchnabel rein. Lang weg die Beine schieben. Schultern über den Händen lassen. Rausdrücken. Wow. Runde 3 von 4 Tag. Letzte Runde, vorletzte Runde hier. Po nochmal richtig hoch und los. Ja, drück nochmal die Schultern weg, die richtig die Hände nach unten Richtung Ferse schieben. Po anspannen, Schutz für den unteren Rücken. Spannung in der Körperrückseite spüren. Po anspannen. Und stopp. Letzte Runde. Mobilisier nochmal alle Kräfte, die du hast. Und
Und los. Diagonal arbeiten. Bauchnabel drinnen lassen. Rausdrücken. Daumen gelenkt in den Boden rammen. Lange Beine, wenn du kannst. So, letzte Runde. Füße nochmal eng. Schultern in den Boden. Po hoch. Und los. Letzte Runde hier. Die letzten 30 Sekunden. Po anspannen. Schieb dich nochmal raus. Sehr gut. 15 noch. Geschafft. Sehr, sehr, sehr gut. So, mein Atem geht auch echt. Legt euch lang, streckt euch aus. So, gemütliches Cooldown and Stretch. Das habt ihr euch mehr als verdient. Zieht die Beine einmal breit zu dir ran. Umfass sie sanft. Und dann roll dich nach rechts und links. Gib deinem Rücken eine leichte Massage. So, dann streck dein rechtes Bein aus, zieh dein linkes fest zu dir ran und kreise hier leicht mit deinem Knie. Mal in die andere Richtung. Und dann zieh dein Bein fest zu dir ran. Schieb das andere weit von dir weg. Und atme tief in die Hüfte rein. Fass die Oberschenkelrückseite, streck dein oberes Bein, lass den Fuß locker. Zieh das Bein zu dir ran. Du möchtest, kannst du auch die Wade greifen. Spür mal in dich rein, was dir gut tut, was dein Körper zulässt. Lass die Schultern entspannt, den Oberkörper auf. So, gleiche Hand, gleiches Bein. Leg die Hand auf deine Hüfte, schieb die Ferse Richtung Decke, streck dein oberes Bein und dann führst mit der Hand über die Körpermitte. Halte mit der anderen Hand die Hüfte am Boden und schieb die Ferse in die Länge Richtung Decke. Spür die Dehnung an der Beinaußenseite. Bein beugen, zieh dein Bein über die Seite rüber, einmal ablegen, leg die Arme in die Seite, bring die Handflächen gerne nach oben, vielleicht möchtest du deine Hüfte etwas korrigieren, Kopf anheben, in die entgegengesetzte Richtung vom Knie und dann lass alle Spannung aus deinem Körper rausfließen. Wenn es dir angenehm ist, zieh gerne dein oberes Bein näher zu dir ran, Richtung Brust. Und atme tief in die Hüfte rein, tief in den unteren Rücken.
Und dann roll dich in die Mitte zurück. Lass die Beine kurz nach rechts und links schwingen. Und dann streck dein anderes Bein aus. Anderes Bein zur Brust ranziehen, sanft kreisen. Und auch mal in die andere Richtung. Und dann fass wieder die Oberschenkelrückseite. Bring dein Bein Richtung Streckung, lass den Fuß locker. Wenn du möchtest, kannst du auch deine Wade fassen. Lass die Schultern am Boden. Und spür den Stretch in der Beinrückseite. Tief ins Becken reinatmen. Spür die Länge. Und festes Bein wegschieben. Dann streck dein Bein aus, zieh die Fußspitze ran. Gleicher Arm, gleiches Bein an die Hüfte. Halt die Hüfte am Boden. Mit der anderen Hand schiebst du dein Bein sanft über die Körpermitte. Und schieb die Ferse weg für den Stretch in der Beinaußenseite. Bring dein Bein nur so weit rüber, bis du die Spannung spürst und hier hältst du. Wenn du möchtest, kannst du es auch sanft abfangen. Lass die Hüfte am Boden. Atme wieder tief ins Becken rein. Und dann winkel dein Bein an, leg's auf die Seite ab. Vielleicht möchtest du deine Hüfte etwas nach hinten korrigieren. Leg die Arme in die Seite, dreh den Kopf weg von deinem Knie. Und jetzt gib dein ganzes Gewicht wieder von deinem Körper an den Boden ab. Du möchtest, zieh dein vorderes Bein näher zu dir ran. Atmung fließt tief in den unteren Rücken. Und dann dreh dich weiter auf den Bauch. Setz die Hände, die Ellbogen unter deine Schultern. Schieb deine Beine nochmal aus der Hüftpfanne richtig weit raus. Und dann heb dich hier an, soweit es dir angenehm ist. Wenn du es im Rücken spürst, spann leicht dein Gesäß an. Schieb die Beine weg. Lass deine Hüfte in den Boden sinken. Und schieb die Atmung in deinen Bauch rein. Leg dich ab, setz die Hände unter die Schultern, drück dich in den Vierfüßlerstand. Mobilisiere hier nochmal deinen Rücken sanft nach rechts und links. Mach ihn nochmal rund und lang. Dreh dich zu mir nach vorne, stell dein linkes Bein auf. Setz die rechte Hand auf den Boden, nimm die linke über den Kopf. Schieb dein Becken nach vorne und dann lass den oberen Arm sanft werden und schwer. Dein Becken schiebt nach vorne. Die Fußkante drückt in den Boden und es gibt dir Länge vom Mittelfinger, vom kleinen Finger bis in den kleinen Fußzeh. Und schieb die Hüfte noch ein bisschen mehr nach vorne.
Zieh dich rückwärts, leicht nach hinten. Die Atmung fließt wieder in die Hüfte rein. Ein Atemzug hier. Sanft lösen und wechsel die Seite. Stell dein rechtes Bein auf. Bring den linken Arm auf den Boden, den rechten über den Kopf. Jetzt schieb deine Hüfte nach vorne. Der Arm zieht leicht zurück. Rechte Fußkante in den Boden. Und dann wird dein Arm soft. Wenn dein Nacken stresst, gerne auf den Boden. Schieb deine Hüfte nochmal nach vorne. Und die Atmung fließt wieder in die Hüfte rein. Spür die Länge vom kleinen Finger bis in den kleinen Zeh. Hüfte nochmal weiter nach vorne schieben. Arm weiter zurückziehen. Und Kinnlein sanft lösen. Komm einmal in den Fersensitz. Reiß die Schulter nochmal zurück. Locker die Handgelenke nochmal aus. So, und wenn dir danach ist, dann kannst du gleich nochmal alles ausschütteln, was du möchtest. Ich sage herzlichen Dank, dass du dabei warst heute bei dem Workout. Ich hoffe, du hast Spaß gehabt. Wenn du Bock hast, mach es einfach gerne immer wieder. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Stunde wieder. Ich wünsche euch was, bleibt gesund und viel Spaß weiterhin. Danke.